hat Marini nochmal mit. Puh. Die kam aber von allen Seiten. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Okay. Kann es sein, dass ich auf der falschen Seite bin? Ja, bin ich. Und ich bin definitiv zu hoch. Sonst werde ich hier noch sterben. So, jetzt lasst mich bitte alle in Ruhe. Warnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Boah. Das war doch mal ein Shootout hier. Maximale Panzerung. So, jetzt kommen wir immer näher. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Hi. Vorwärts, Nomad. Die Straße zu den Ausgrabungen führt durch diese Höhlen. Brechen wir auf. Höhlen? Die Geisel war von der CIA. Sie wussten das, oder? Ich hätte es Ihnen schon früher gesagt, wenn es was geändert hätte. Die CIA überwacht Rosenthal schon seit Jahren. Was will die CIA mit einem Archäologen? Sein Team hat den Beweis für eine fortschrittliche prähumane Technologie gefunden. Wir müssen rausfinden, was sie entdeckt haben und warum es die Koreaner verstecken wollen. Verstanden. Okay. In die Höhle. Alter, leck mich am Arsch. Was für ein Geballer heute. Hui, 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 hui. Wir haben ein Problem, Nomad. Ich kriege immer noch keine Verbindung zu JSOC. Es muss noch einen Störsender geben. Schalten Sie das verdammte Ding ab. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Der markierte Bereich der Karte ist etwa 3 Klicks entfernt in diesem Tal. 3 Klicks. Oh. Je schneller wir von hier verschwinden, desto besser. Was passiert mit dir, Prophet? Ach du Scheiße, ist das Vieh schon wieder. Der hat Prophet mitgenommen. Da hinten muss ich hin. Und zwar so schnell wie möglich. Nomad, hier ist Major Strickland Abkommen. Wir haben Ihren Squad-Leader verloren. Wir empfangen weder sein Anzugsignal noch seine Peilung. Was zum Teufel ist da unten los? Prophet wird vermisst. Ich wiederhole. Prophet wird vermisst. Wir haben 2 Mann verloren und irgendwas hat sich Prophet geschnappt. Es hat ihn in den verdammten Dschungel gezogen. Er ist weg. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich lasse Sie schnellstmöglich abholen. Oh, nee. Negativ, Sir. Ich kann es immer noch schaffen. Ich weiß, wo Rosendahl ist. Er wird auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe einer Militärbasis der Koreaner festgehalten. Ich hole ihn da raus. Wie Sie meinen. Aber unser GPS ist gestört. Sie müssen ohne taktische Unterstützung auskommen. Wenn Sie den Störsender deaktivieren, habe ich einen Satellitenscan dagegen. Vielleicht kann ich die Ausgrabungsstätte so lokalisieren. Verstanden, Major. 1000 Dank. Ja, jetzt konnte ich gerade nicht richtig zuhören, da ich schon am Kloppen war hier. Ich brauche keine Schrotflintenmuni, ich brauche die. Genau die. Oh, herrlich. Da hinten laufen noch mehr rum. Okay. Wir sind endlich wieder Muni voll. Tarnfeld aktiviert.
Maximale Panzerung. Ich bin gerade sehr ruhig. Nein, siehst du nicht. So, diesmal nicht. Alter. Ich muss ja hier echt aufpassen heute. Puh. Alter. Maximale Panzerung. Muss ich einmal mitnehmen, aber ich muss erstmal leben. Leben, 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 leben. Nein, hol den nicht. Ja. Alter, wie viele sind denn das heute? Tarnfeld aktiviert. Ist doch nicht mehr normal. Ja, dann rück doch vor. Au. So, mal ein bisschen aufgeräumt hier. Nein, ich sterbe jetzt nicht. Ich sterbe später, okay? Ja, ja. Maximale Panzerung. Und das durch die Störung da auf der Karte kannst du kaum sehen. Da hat echt einer Spaß mit Granaten hier. Ich hole mir den jetzt hier hinten. Maximale Panzerung. So, damit er mich mal in Ruhe lässt. Tarnfeld aktiviert. Komm raus und kämpfe! Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. So, der hält den Mund. Tarnfeld aktiviert. Entschuldigung, aber das muss so sein. Maximale Panzerung. So, jetzt gehen wir einmal hier reinschnuppern. Hier liegt einfach nur Bett. Tisch? Kann ich den ganzen Tisch nehmen? Ach nö. Da habe ich keinen Bock. So, ich glaube, wir haben aufgeräumt. Wurde ja auch mal Zeit. Alter Schwede. Oh, jetzt noch so ein Auto angefahren? Tarnfeld aktiviert. Anscheinend nicht. Maximale Panzerung.
gucke mich jetzt erstmal hier um. Bananenkisten. Hier schreit doch einer, ne? Uai, Salat. Geil. Würde ich gerne mal mit nach Hause nehmen. Gute Arbeit, Nomad. Unser GPS-System ist wieder online. Wir haben eine Anlage der Nordkoreaner lokalisiert. In der Nähe des Flusses. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Wir scannen die Gegend jetzt nach Ihrer Ausgrabungsstätte. Hier, wie drehen Sie die Basis und sichern Sie Informationen? Och, nö. Ich dachte schon, da lese, du. Ich höre die ganze Zeit noch jemanden schreien. Ja, da muss ich nicht lang. Da muss ich lang. Oh, nee, ich muss da lang, ne? Okay. Bergische Landschaft. Und die Musik kommt. Das ist nicht sehr gut. Tarnfeld aktiviert. Kritisch. Maximale Panzerung. Wenn ich einen Hubschrauber höre, dann drehe ich jetzt am Rad. Ihr hört auch einen, ne? Maximale Panzerung. Und da ist die Basis. Da ist ein Scharfschütze. Haha, hab ich auch. Nomads, Sie nähern sich jetzt der koreanischen Basis. Wir planen gerade die Invasion der Insel. Sollten Sie also irgendwelche Informationen finden, immer her damit. Die Basis wird schwer bewacht. Gehen Sie also leise vor. Okay, ich bin ganz, ganz vorsichtig. Ja, na toll. Begrüßungskomitee hier. Wenn mich jetzt treffen, wäre unlogisch. Ich versuche einen anderen Weg reinzufinden. Yeah, wir rutschen. Okay. Wir müssen dahin. Folgen Sie dem Fluss. Auf der anderen Seite führt eine Straße direkt zum Lager. Haha. Gute Intuition gehabt. Ihr verarscht mich jetzt.
Ist ein verkackter Hubschrauber. Hau wieder ab. Hat er ja Schweigen gehabt, sonst hätte ich ihn jetzt abgeknallt. Oi. Ich hau jetzt erstmal ab hier. Wow, wo kommt die denn her? Müsste mich so erschrecken, ey. Dieser Hubschrauber geht mir um den Sack. Aber tierisch auf den Senkel. Aber wir müssen gleich mal abbiegen. So. Ich komme von hinten. Energiekritisch. Maximale Panzerung. Ich habe von hinten gesagt. Maximale Stärke. Ich glaube, das war ein Fehler. So, Ruhe. Mann, der ging mir ja wirklich tierisch auf den Senkel. Konnte man sich gar nicht konzentrieren hier. Maximale Panzerung. Ja, Mucke läuft auch direkt rein, der kennt's nicht anders. Nein, ich sterb hier nicht. Ach, schade. Okay. Ja, dann machen wir an der Stelle jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wir infiltrieren die Basis beim nächsten Mal bei Let's Play Crysis. Und ja, das wird bestimmt mega episch. Schaltet also wieder ein. Bis dahin. Ciao.